ich sehe jeden Tag an der Schule die Probleme, die diese Kinder haben. Und was aus meinem Erfahrungsbereich heraus wirklich besorgniserregend ist, ist für mich einmal die Sprachdefizite, die diese Kinder haben. Dann natürlich, was mir auch immer wieder begegnet, eine erhöhte Gewaltbereitschaft auch, die, sei es unter den Kindern untereinander, auch zwischen verschiedenen, jetzt nicht nur die muslimischen Kinder untereinander, auch durch alle Ebenen hindurch. Und eine sehr erhöhte Respektlosigkeit, das war ja eben auch schon zu sehen, die wirklich diese teilweise ja, Respektlosigkeit, ich habe es wie gesagt mit Grundschulkindern zu tun, da steht ein Drittklässler vor ihm und sagt, du hast mir gar nichts zu sagen.